Okay, hier in der Höhle kennen wir uns ja Gott sei Dank ein bisschen aus. Die Frage ist nur, ob seine Knochen das noch so mitmachen wie Anfang. Anfangs. Augen offen halten, Warren. Er sollte jeden Moment hier sein. Du weißt, was ich von dem Namen halte. Gut, Mordek. Augen auf, schnell sein. Vermassle das nicht. Vermasseln? Immerhin hält meine Magie dich am Leben. Ja, und wenn deine Magie Kosmolution zaubert, die funktioniert, danke ich dir. Aber meine Geduld ist langsam am Ende. Und ich toleriere keine weiteren Fehler. Bruder, ich sagte ja, halte dich von diesen Tränken fern. Aber du wolltest ja nicht hören. Ich habe 30 Lebensjahre damit vergeudet, Hagathas Rezept nachzumachen. Und ich denke, ich schaffe es entweder jetzt oder nie. Beginnt dein Geist etwa zu schwächeln? Hast du vergessen, was ich für dich geopfert habe? Ich habe dich aus der Kälte gerettet, dich vor der Koboldsklaverei bewahrt. Und du beschwerst dich über 30 mickrige Jahre? Ich kann den nicht leiden. Manchmal fühle ich mich trotzdem wie der Sklave eines Kobolds. Hüte deine Zunge, Morden. Ich warne dich. Mordek. Will er genannt werden. Wo hat er die Kratzer her? Das frage ich mich auch. Ich frage mich zwei Sachen. Drei Sachen. Nee, eigentlich nicht. Das andere ist eine Feststellung. Feststellung 1. Sie erwarten uns. Auf jeden Fall. Da oben stehen sie. Das heißt, wir sind echt sehr nah dran. Erste Frage, wo hat er die Kratzer her, die Narben her? Und Frage Nummer 2. Yeah. Nice. Und zum großen Finale begrüße ich Killer Gaming 1208. Herzlich willkommen hier auf dem Mono Festival. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Bitte begebe dich rechts zur Bändchenvergabe. Dort erhältst du auch 20 Bierchen für Umme, Junge oder Mädchen, wie es beliebt. Und herzlich willkommen und schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Da freue ich mich. Mann, seine Art ist so ekelhaft. Kann ihn nicht ab. Ich auch nicht. Was? Thomas, auch dir vielen, vielen Dank für deinen Follow und willkommen auf dem Mono-Festival. Auch du erhältst 20 Bierchen für Umme, Junge oder Mädchen, wie es belieben. Der Herr oder die Dame, bitte einmal, du bitte links zur Bändchenvergabe, um dir dort deine Bierchen abzuholen. Und nochmal willkommen auf dem Mono-Festival. Und hier beim letzten Kapitel und beim Finale von King's Quest tatsächlich. Wie geht es euch? Und woher kommt ihr? Zufall? Durch andere Hosts? In der Zeit mache ich schon mal weiter. Der sieht uns nicht. Das ist auch ziemlich dämlich eigentlich. Okay, hier rüber geht nicht. Ja, über Jason, ich meine über irgendwelche Hosts vielleicht. Das heißt, weiß nicht, wenn sie jetzt bei jemandem, der mich gehostet hat, in der Follow-Liste drin sind zum Beispiel und gucken dann, wer followt wen gerade oder so, dann sieht man das. In dunkelblau, okay. Siehst du, Lok? Ich hab's genau gewusst. Okay, wir machen jetzt weiter. Ich muss mich gerade mal hart konzentrieren, deswegen entschuldigt bitte. So, guten Tag. Mordek, habe ich deine Flamme nicht vor Jahren ausgelöscht? Hab mich unter den Dielen versteckt. Wusste ich's. Wie geht's der Familie? Sie verstehen sich überraschend gut, seit du sie geschrumpft hast. Freut mich sehr zu hören. Aha, würdest du wohl zur Seite gehen? Ich habe etwas mit deinem Boss zu regeln. Mananen hat mir streng verboten, dich durchzulassen, außer du kannst beweisen, dass dein Geist noch stark und schnell ist. Und wie soll ich das anstellen? Folge diesen eindeutigen Schildern. Natürlich. Bring mir den Beweis, dass du jede Prüfung bestanden hast. Dann geleite ich dich zu Mananen. Ich weiß, du wirst nicht ehrlich sein, aber dennoch.
Ist das alles nur eine ausgeklügelte Falle, die meine Knochen brechen, meine Arme ausreißen oder mich zur Unkenntlichkeit verbiegen soll? Alles wahrscheinlich. Nein. Siehst du? Das klingt wirklich nach Spaß. Okay, über diese Brücke musst du gehen. So. War zu späten Zeit noch auf der Suche nach einem gemütlichen Stream zum Einpennen. King's Quest weckt Erinnerungen aus alten Tagen. Sehr, sehr richtig. Sehr, sehr richtig. Finde ich schön. Danke. Ich hoffe, es ist auch so gemütlich und entspannend für dich, dass du ins Traumeland übergehen kannst. Hast du deinen Beweis? Nein, Digga, noch nicht. Ich wollte nur gucken, ob du noch was anderes sagst. Schwupp. Sag mal, kann das sein, dass die Helga irgendwie ausgefallen ist? Der Helga-Bot? Also die automatischen Posts hier mit YouTube, Instagram, Facebook etc.? Liegt wahrscheinlich wieder besoffen in der Ecke. So. Fällt mir gerade so auf, weil ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Hier war das mit dem Drachen. Der war an der Kette gewesen. Genau, und da oben... Oh, pass auf, Digga. Ich weiß gar nicht, ob ich mir gerade etwas aus- oder eingerenkt habe. Oh, okay. Ich dachte, es wäre Steine unter ihm gewesen. Auch nicht schlecht. Ich liebe den Humor hier einfach. Ich habe gerade die Nase dran. Ich hoffe, ich kriege nicht wieder Nasenbluten, so wie vorhin oder vor einiger Zeit. Okay, Helga ist wach. Helga ist wach. Das lese ich jetzt nicht vor, aber das ist witzig. Tut mir leid. Ach so, okay. Gut, mit Helga ist dann anscheinend doch alles in Ordnung. Sie hat Spaß. Okay, hier, das ist... Ja, das ist eine gute Frage. Was ist das? Nur aus Verdacht? Nein. Kryptonit. Ist auf jeden Fall grün wie Menemens oder wie Mannys Augen. Doch Kryptonit? Scheiße, was? Opa, alles klar? Naja, ich habe nur lange nicht mehr an diese Geschichten gedacht. Deine Ohren sind ganz rot. Gib mir einen Moment. Jetzt wird es etwas verrückt. Jetzt erst. Ich sollte mich vorher ausruhen. Würdest du wohl Oma holen? Ich komme später wieder. Ruh dich aus, Schatz. Bis nach dem Abendessen. Ist schon gut. Lass dir Zeit. Der ist so cool. Und Leute, wenn du mich brauchst. Gute Nacht, Liebes. Wenn ich mal alt bin, will ich auch so drauf sein. Also noch total verliebt. Ja. Alter Simulant. Und immer ein Schabernack. Nicht umfallen, Freund. Nicht umfallen. Er setzt den Hut auf. Es war so klar. Denk an dein Versprechen. Das letzte Abenteuer. Wir müssen es bestehen. Und hast so ein bisschen Angst so vor dem Ende. Steht das Abenteuer. Ich auch. Ich glaube, das Ende wird echt traurig. Oh nein, der gute Hut. Hut.
Ich hatte mich schon gefragt, wo du hin bist. Stimmt. Nein, jetzt noch nicht. Ich sollte doch noch ein letztes... Oh, ich kämpfe, das verspreche ich. Oh, ich fürchte, du hast recht. Du triffst eben immer ins Schwarze. Es stimmt. Der Spiegel sagte nicht, ich erlebe noch ein Abenteuer. Nur, dass mein Abenteuer weiterlebt. Ich sage noch Lebewohl. Was? Achaka, der Geist von Achaka. Oh mein Gott, ey. Riechst du dieses Kainit, Graham? Das ist ein Giftgas, fürchte ich. Eines, das angeblich die Geisteskraft herausfordert. Was? Deine Erinnerung lässt sich im Stich, um zu beweisen, dass dein Geist noch immer stark ist. Musst du deine eigenen Gedanken überleben? Und jetzt spielen wir hier altes King's Quest? Also im Stil des alten Kings? Was? Gut, dass eben einer... Schön! Gut, dass du vorhin geschrieben hattest, weckt alte Tage. Das ist ja super cool. Ich bin trotzdem traurig. Erstmal mit der Liebe seines Lebens reden. Oh Gott, das ist so herzzerreißend. Ohne Scheiß. Königin Velenice bittet dich zu bleiben. Liebling. Okay, das geht nicht. Liebling, du übernimmst dich noch. Leg dich bitte nicht mit Menennen an. Bleib hier bei deiner Familie. In diesem miserablen Zustand werde ich das Königreich nicht unseren Kindern überlassen. Punkte 1 von 8. Tröstet mich jetzt nur ein bisschen, ne? Yeah. Cool, man. So. Du siehst einen Mann, der sich um ziemlich viele unerledigte Dinge kümmern muss. 2 Punkte. Mit meinem geliebten Alexander. Rosella und ich können das Königreich wieder aufbauen. Bitte lass uns helfen. Du musst dich Menenne nicht alleine stellen. Ich muss leider, Sohn. 3 von 8. Oben steht zwar Sound ein, aber ich habe keinen. Kann das auch nicht beeinflussen. So. Mit meiner süßen Rosella reden. Pa, du hast uns alles gegeben, was wir brauchen. Wir brauchen jetzt nur dich. Es gibt noch immer viele Schätze, die ich euch hinterlassen möchte. 4 von 8. Alter, ich will nicht bis zu 8, ich will es nicht. Medaillon nehmen. Wir nehmen es Topinambur 95. Ich nenne dich Topin, wenn das in Ordnung ist. Willkommen auf dem Mono-Festival. An einer abgefahrenen, traurigen Stelle gerade von King's Quest. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Ja, willkommen auf dem Mono-Festival und du bitte Links zur Bändchenvergabe. Dort erhältst du 20 Bierchen für Umme, Junge oder Mädchen, wie es gerade belieben. Und vielen Dank für dein Follow. Das Medaillon haben wir genommen. Du findest ein goldenes Medaillon und steckst es in deine Tasche. Du weißt zwar nicht genau wofür, aber du hast das untrügerische heißt es eigentlich, oder? Gefühl, dass du diesen Schatz später noch brauchen wirst. 5 von 8 und ein Sound. Oh, genau 1000. Nice. Rüstung ansehen. Rüstung. Was bitte ist Rüstung? Immer noch 6 von 8.
Okay, die anderen können wir uns nicht angucken. Alter, bevor wir zu Achaka gehen, will ich nochmal hier hin. Wie er läuft, finde ich total cool. Achaka-Statue. Hinter Achakas Büste siehst du eine Perlenreihe. Perlen nehmen. Du hebst die wertvollen, aber unnützen Perlen auf und steckst sie in deine sicher endlos, in deine schier endlos große Tasche. Das ist richtig. Herzlichen Glückwunsch, wofür das denn? 7 von 8. Alter, ich will nicht. Die Musik. Cool. Wer bist denn du? Hi. Gebüsch durchsuchen. Ach so, okay. In den kleinen Büschen im Hintergrund befinden sich große Mengen an wertvollen und doch nutzlosen Schätzen. Du steckst sie alle in deine magischen, nie vollwerdenden Taschen. Punkte 8 von 8. Wir können aber nicht in Inventar oder irgendwas zugreifen. Mit ihm können wir auch nichts machen. Ich habe ein bisschen Muffe, was jetzt passiert. Wir haben die volle Punktzahl. Können wir schwimmen? Was? Das ist nicht... Was? Nicht... Was? Erst die Trauermarschmelodie und dann kurz Super Mario? Sierra freut sich sehr, dass du King's Quest gespielt hast. Es tut uns sehr leid, dass du es nicht geschafft hast. Wir hoffen, beim nächsten Mal hast du mehr Erfolg. Viel Glück. Oh nein, sag bloß, gehen wir jetzt alle alten Teile durch? Also so im Stil der alten Teile. Ey, cool! Das Ende lädt echt zum Feiern ein, nochmal! Wahrscheinlich, weil er im Sterben liegt. Nochmal, komm. Der Totentanz, genau. Oh yeah. Das ist zu krass gerade einfach. Können wir denen hinterhergehen? Nur mal gucken. Nee, können wir nicht, okay. Vorsichtig an dir vorbei. Nein. Aber wir haben eben mit 8 von 8 Punkten verloren. Also wir hätten es nicht anders lösen können, glaube ich. Oh, geil. Die zwei Alten. Alle da. Ram, seid ihr das? Cool. Er wirkt so alt und schrumpelig im negativen Sinn. Chester? Muriel? Moment, wenn ihr hier seid, bin ich dann etwa... Auf dem Weg dahin, ja. Ruhig, mein Lieber. So weit ist es noch nicht. Wir wollen euch nun auf der Reise durch eure Fantasie helfen. Ich will vor allem Snacks. Ihr habt hier köstliche Erinnerungen. Chester Hobblepot, wir sollen Grahams Geist nähren, nicht dich. Muriel, geht nicht beides? Jeder zweite Gedanke dreht sich hier um Popcorn-Geschmack, Weingummi. Ein freundlicher Rat wäre gut. Wie ich Money überliste? Oder wie ich dafür sorge, dass das Vermächtnis von König Graham dem Weisen nicht verfällt? Habt ihr denn gar nichts gelernt? Es ist nicht wichtig, was man für die Leute hinterlässt, sondern was man in den Leuten hinterlässt. Aha, euer Königreich sollte den Jungen gehören. Das war's? Kein Witzchen oder einen Gegenstand, der all meine Probleme in Luft auflöst? Wir haben euch alles gegeben. Den Rest müsst ihr selbst herausfinden. Das könnte nochmal durchaus knifflig werden.